Schmeier, Paterapo, Beziehungscoach, Psychologe. Diesmal Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Guck gerne mal in mein neues Buch rein, Lang lebe die Liebe. Gibt es jetzt auch als Hörbuch auf vielen Plattformen und so weiter, vor allen Dingen bei Amazon. Link in der Videobeschreibung. Vielleicht sehen wir uns auf der Liebeschip-Party in München, 14.06. Würde mich freuen. Heute reden wir über den Dating-Trend Bravehearting. Also wenn du mir auch solche Fragen schicken willst, geht über ein Formular auf liebeschip.de. Ja, mir hat jemand dazu einen Artikel mitgeschickt, da gehen wir mal rein. So, und zwar Bravehearting soll uns nämlich wieder dazu animieren, mutigen Herzens auf potenzielle Partner zuzugehen. Täuschung aus der Vergangenheit zu vergessen, keine Spielchen zu spielen und so weiter. Eine gute Idee. Der Berliner Paartherapeut Wolfgang Krüger sagt, eine positive Entwicklung, ich halte immer einen Mittelweg für sinnvoll. Ja, Mittelweg ist immer gut. Sich zu verstellen oder extra cool und abweisend zu spielen, war beim Daten noch nie zielführend. Kommt drauf an, was man will, wenn man einfach nur Spielchen spielen will und gut aussieht und einen auf nicht verfügbar macht. Macht das bei manchen helfen, ne? Also insofern, man kann ja davon ausgehen, Sachen, die gar nicht zielführend sind, die müssten sich ja eigentlich rausmitteln aus dem Dating. Und wenn das nicht passiert, dann ja, ist vielleicht doch irgendwie zielführend. Genauso wie sollten wir aber unseren kritischen Verstand ausschalten, nur weil wir wollen, dass es gelingt. Ja, das ist, glaube ich, ein guter Tipp. Für Liebe ist immer eine gesunde Portion Nähe, aber auch ein Abstand notwendig. So, dann wird noch geschrieben, trotzdem kommt der Liebestrend für den Experten nicht überraschend. In den letzten Jahren wurde viel auf Quantität statt Qualität gesetzt. Das habe ich ja noch nie gehört. Zu viele halbherzige Dates, die ins Leere liefen. Reden wir da etwa über Online-Dating. Zu viele Enttäuschungen, viele Singles wurden Dating müde. Wer hat das kommen sehen? Jetzt kommt ein Gegentrend. Wir suchen also wieder nach was Echtem. Ego ist out. Ja. Also super, ich meine, Ego ist out, aber das ist halt nicht out dadurch, dass jemand sagt, das ist out, ne? Oder dass irgendein Trendforscher sagt, es ist out. Ego ist out, wenn es nicht mal selektiert wird beim Daten, und das sehe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Also wir wünschen uns einmal alle, dass Ego out sind, und dann fallen wir doch immer wieder drauf ein, sie kommen selber ins Ego. Ja, das können wir nur selber ändern, ne? Das kann man nicht vorgeben, so, ne? Sein Tipp, damit Bravehearting auch funktioniert, eine richtige Vorauswahl vor dem ersten Treffen, mal telefonieren. Da kommt man schon einen guten ersten Eindruck. Okay. Oft weiß man schon nach wenigen Sekunden, dass daraus nichts wird. Blöd, wenn man da schon im Restaurant sitzt. Ja, dafür machen wir immer die Null-Dates. Aber wenn ich auch dafür interessiert, dann guck gerne mal meine Dating-Kurse. Ja gut, ich wollte euch dazu mal ein ganz großes Geheimnis sagen. So, ne? Weil es gibt eigentlich nur zwei Dating-Trends, ne? Ich habe neulich so ein witziges Meme gesehen, da stand irgendwie so ein Restaurantschild, da stand dann, es gibt nur zwei Sorten Menschen, und unten stand drunter, vermeide beide. Muss ich so lachen, nämlich als altem introvertierten Menschen, fand ich so witzig. Aber gut, es gibt nur zwei Dating-Trends, und zwar, ja, ehrliches Dating und unehrliches Dating. Ich meine, das sind die einzigen zwei Trends, die es je gegeben hat. Und die es immer geben wird. Und wenn immer ihr irgendwas in der Zeitung lest, neu im Dating-Trend, es ist einfach irgendwie versuchen, Buchstaben wieder neu zusammenzuschieben, dass man einen neuen Artikel hat. Und weil letzten Endes gibt es nur das beides. Also entweder du bist ein weitgehend ehrlich in dem, was du suchst. Und natürlich muss man nicht mit der Tür ins Haus fallen. Hast du ja gesagt, alles mal in Datingkursen drin, wie man das angehen kann. Aber du weißt auf jeden Fall, du kommunizierst nicht auch nicht entgegengesetzt zu dem, was du suchst. Und dein Gegenüber macht es auch, ne? Also eben nicht im Ego, genau. Und ja, dann ist es eben, wenn man so will, ja, gesünderes Dating, was nicht unbedingt heißt, dass ungesundes Dating nicht manchmal mehr kickt, ne? Auf so eine dopaminlastige Art. Oder es gibt eben ungesundes oder dopaminlastiges, oder wie man es nennen will, oder viel Dating, was auf irgendwelchen Ego-Strategien basiert, das basiert eben auf, ich verheimliche, was meine wirklichen Intentionen sind. Ne? Vielleicht verheimliche ich sie sogar vor mir selber, und ich weiß es selber eigentlich nicht. Und bin dann, gebe mich dann anders, als ich bin, zum Beispiel mit Lovebombing, Fast-Forwarding, Future-Faking, all diesen Sachen, wenn ihr es nicht kennt, Modul 1 bei mir.
Und ja, zieh dann einen Partner ins Netz, der auch entsprechend, muss man auch immer sagen, anfällig ist dafür, also auch zum Beispiel einen niedrigen Selbstwert hat oder so und dann anfällig ist für Lovebombing. Und letzten Endes auch nicht ganz, wenn man auf so eine gewisse Art, kann man sagen, auch nicht ganz authentisch ist so. Ja, und dann kommen eben Sachen zustande, weiß ich nicht, die berühmten 100 Tage loderndes Feuer und dann auf einmal Boom, Ghosting oder vorbei oder ach nee, ich habe Bindungsangst. Das passiert halt dann, ne? Und das wird immer nur diese beiden Dating-Trends geben. Und klar, Braveheart-Ding ist jetzt, was hier benannt wurde, ist natürlich, die Zeitung wollte immer was Neues schreiben. Ist einmal versucht, wieder ehrlicher zu daten und alles, was man sonst mal so liest, Breadcrumbing und Benching und letztlich versuchen, andere Menschen zu manipulieren. Das sind die einzigen beiden Dating-Trends, die es immer geben wird, ne? Klar, da gibt es kulturelle Unterschiede gerade oder im Wandel der Zeiten. Jetzt ist ja gerade dieses also nicht monogames Dating oder nicht monogame Beziehungen ist ja gerade, ja, das ist in den 70ern auch schon durchs Dorf getrieben worden, die Sau. Also, was soll man zu sagen? Also, wer das will, soll es machen. Wenn man das ehrlich macht, ist ja alles gut. Oder was weiß ich, früher hat halt öfter der Mann bezahlt, jetzt soll er auch manchmal beide Rechnungen teilen. Also es gibt ja unterschiedliche Herangehensweisen, aber letztlich, ich meine, wie lange reden wir überhaupt über sowas wie Dating, Dating-Apps, Internet? Ich meine, wir reden echt, also seit wann gibt es überhaupt Schrift oder irgendwie sowas? Wir reden über einen sehr kurzen Zeitraum. Und da wird sich so schnell nicht viel verändern. Die Gesellschaft will einem immer einreden, dass wir können uns jeden Tag neu erfinden. Einen Scheiß können wir, ne? Also wir haben unsere Sexualstrategien, wir haben unsere Datingstrategien. Da kann man ein bisschen gegen anarbeiten, aber es macht eigentlich überhaupt keinen Spaß. Und insofern muss man das eigentlich nur einmal verstanden haben. Und das Unwitzige ist dann allerdings, man wird dann nicht mehr viel Neues lesen, ne? Das ist genau, apropos nicht mehr viel dazu, wir haben gerade so eine kleine Zwischenaktion, weil wir jetzt gesehen haben, dass wir 10.000 Liebeskummerkurse an den Mann, die Frau oder non-binäre Menschen gebracht haben. Und ja, und um das ein bisschen zu feiern, auch euer Vertrauen, das ist also Modul 0 und Modul 1, also Liebeskummer und unprogrammiertes Liebeschips. Die gibt es seit 7 Jahren oder so. Da hat sich nicht ein Funken daran geändert. Da wird sich auch in 7 Jahren kein Funke dran ändern. Die sind Kurse in Stein gemeißelt. Das ist ganz viel gesunder Menschenverstand. Auch vieles Wissen, was ist einfach über Dinge. Teilweise auch sind da Sachen drin, gerade im Liebeskummerkurs mit diesen Bänder drin, Sachen, die es schon ewig gibt, die sich einfach als hilfreich erwiesen haben. Und so schnell ändern wir uns nicht, ne? Und ach so, genau, jetzt, was ich eigentlich sagen wollte, wir verkaufen 100 Kurse zum halben Preis, ne? Ist so eingestellt, dass es nur 100 gibt. Es sind auch schon über den Newsletter, ist glaube ich schon die Hälfte weg, aber vielleicht ergattert hier auch noch einen. Und ansonsten hoffe, wir sehen uns bald. Macht die folgenden Kurse, guckt nicht nur die Videos. Und wir sehen uns bald wieder. Wenn ihr sonst irgendwelche Wünsche habt, schreibt es in die Kommentare.